Hallo liebe Modellbahnfreunde und Kunden von Modellbahn Schmlippe. Uns hat wieder etwas Schönes erreicht, und zwar von Märklin, der RAE 48 mit Artikelnummer 39260. Den gibt es auch von Trix in Gleichstrom unter der Artikelnummer 25260. Aber bevor ich jetzt auf das Modell eingehe, erfahren Sie noch was zum Vorbild. Die Baureihe RAE 48 wurde 1939 gebaut. Ab 1941 war dieser Zug für Charterfahrten verfügbar. 1135 PS beschleunigten den Zug auf maximal 150 km/h. Die beiden Hälften des Zuges konnten unabhängig voneinander betrieben werden. Bei den hinteren Drehgestellen waren beide Achsen mit je einem Motor ausgestattet. Da dieser Zug nur für Ausflüge konzipiert wurde, verfügt er sogar über eine Bar. Diese befindet sich in der Mitte des Zuges. Auch Tische und eine luxuriöse Innenausstattung gestalteten die Fahrt angenehmer. 112 Gäste konnten die Fahrt im Charterzug genießen. 1946 fuhr der Staatsgast Sir Winston Churchill mit dem Zug durch die Schweiz, daher auch der Spitzname Churchill Pfeil. 1979 geriet der Zug in Brand und wurde 1985 zum Schrottwert verkauft. 1996 kaufte die Mittel-Thurgau-Bahn den Triebwagen. Die Bahngesellschaft restaurierte das Fahrzeug und ersetzte die alte Elektronik durch neue Teile. 2002 übernahm die SBB den Zug zurück. Auch heute noch können Ausflugsfahrten mit diesem einzigartig wunderschönen Fahrzeug unternommen werden. Märklin verpackt auch dieses Modell in einer schönen grauen Verpackung. Vorne zu sehen natürlich der ganze Zug mit den entsprechenden Symbolen für MFX, DCC und Sound. Aber dazu komme ich gleich noch. Jetzt wollen wir erstmal reinschauen und gucken, was uns hier erwartet. Oben drauf liegt natürlich ganz viel Papier, wie immer eine Garantieurkunde ist dabei. Dann einmal ein kleines Blättchen zur Erklärung, wie man den Zug zusammen und auseinander kuppelt. Zur Kupplung sage ich gleich natürlich auch noch was. Dann ist eine Anleitung dabei mit Ersatzteilen, mit Funktionen. Wir haben insgesamt 28 an der Zahl. Und es ist eine Anleitung zur Spielewelt dabei. Da kann man den Zug steuern wie ein echter Lokführer. Hier haben wir alle Instrumente im Führerstand erklärt, so dass man damit gleich beginnen kann. Und hier ist er schon. Hier haben wir jetzt einen wunderschönen zweiteiligen Triebzug, und es gibt eine Besonderheit, es ist ein Museumsfahrzeug in der Epoche 6, und das erkennt man am Revisionsdatum, und zwar am 31.03.2019. Ich glaube, wir blenden das Bild besser ein, man kann es kaum sehen, hier steht es. Da war die letzte Hauptuntersuchung, das heißt, der Zug ist aktuell auch so unterwegs, wie Märklin und Trix den hier auf die Gleise gestellt hat. Das Besondere und Beste ist, wir haben hier eine Neukonstruktion. Es ist ein Zug, der ein komplettes Metallgehäuse hat. Es wiegt 906 Gramm. Wir haben ein Drehgestell angetrieben mit zwei Achsen, darunter auch zwei Haftreifen. Und einen Stromverbrauch von 320 mA. Wir haben einen MFX-Decoder mit 28 Funktionen. Dieser Decoder kann natürlich auch DCC, also wer das Modell mit DCC betreiben möchte, kann das auch machen. Natürlich haben wir auch einen Spielewelt-Decoder drin, dass man das Modell über den Führerstand steuern kann mit der CS3. Und der Führerstand des Modells ist natürlich auch komplett nachgebildet. Wir haben ein Handrad
in einer anderen Farbe wie der Führerstand. Natürlich unter den 28 Funktionen auch viele Beleuchtungsfunktionen, darunter auch ein Schweizer Lichtwechsel, das heißt hinten mit einem weißen Licht, das kann man auch umschalten auf rot. Der Führerstand ist beleuchtbar, der Innenraum ist beleuchtbar. Das Beste ist, da ist auch eine, wie im Original, eine kleine Bar verbaut und die sieht man im mittleren Teil des Zuges. Wenn man hier und hier reinschaut, erkennt man richtig gut den Bartresen, außerdem ein komplett nachgebildeter Innenraum. Wir haben kleine Lämpchen auf den Tischen, wir haben wunderschöne rote Sitze, einen komplett nachgebildeten Führerstand in mehreren Farben. Außerdem haben wir Zugesteile natürlich mit dabei, und zwar Drehgestellblenden. Und warum diese einzeln dabei sind, zeige ich Ihnen jetzt. Die Drehgestellblenden, die montiert sind, sind teilweise hier, ja, ich sag mal, gekürzt. Dadurch kann der Zug engere Radien befahren. Und wer jetzt größere Radien zur Verfügung hat, der kann die anderen Drehgestellblenden einbauen. Außerdem sind noch für den Pantographen die Schleifstücke, längere oder breitere Schleifstücke dabei, die hier aufgesetzt werden können, wer dann die Oberleitung mit der Oberleitung fahren möchte oder entsprechend den Pantograph anheben möchte, kann dann die größeren Schleifstücke anbringen. So ist ein sicherer Betrieb besser gewährleistet. Verbunden wird der Zug über eine sechspolige elektrische Kupplung mit einem kleinen Widerhakensystem. So kann man den Zug nach dem Aufgleisen ganz einfach zusammenstecken. Das war schon ohne weiteres Werkzeug. Jetzt habe ich genug geredet, jetzt möchten wir natürlich auch mal die Funktionen im Detail sehen.
Das war es auch schon wieder mit dieser Produktvorstellung. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen. Lassen Sie uns gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem schönsten Hobby der Welt, der Modelleisenbahn.